Mama, habe ich was an meinem Knie? Ja, Schmutz. Mama, gibt es Ringe, mit denen man jemanden verzaubern kann? Manchmal kommt es mir vor, als hätte diese Wolfsbande dich verzaubert. Ich war heute nicht bei den Wölfen. Ist auch besser so. Weniger Wölfe, weniger Unfug. Wenn diese Burschen auf einem Haufen sind, kann nichts Gescheites rauskommen. Das ganze Dorf würde aufatmen, wenn denen mal jemand den Hosenboden stramm ziehen würde. Aber erwischt wirst immer nur du und die lachen noch. Was ist denn heute los mit dir? Mit mir? Nichts weiter. Und was spielst du dann da? Großvater, wie ist das eigentlich bei einer Ehrensache? Wenn man sein Wort gegeben hat und der andere dann als Schwindler entlarvt wird? Man hält sein Wort, aber mit dem Schwindler setzt man sich nie wieder an einen Tisch zusammen. Du sagst, man hält sein Wort, auch wenn der andere ein Betrüger ist? Du hast keinen Zweifel, dass er ein Betrüger ist. Ich habe so ein Gefühl. Das heißt, ich bin mir sicher. Glaubst du es nur oder bist du dir wirklich sicher? Nur so ein Gefühl haben ist nicht genug. Jemanden anzuklagen, dazu braucht's Beweise. Zeugen. Komm, spielen wir weiter. Großvater, du hast doch gesagt, die Wölfe hätten Alaska beim Rennen einen Schreck eingejagt. Das habe ich nicht gesagt. Was dann? Ich habe nur gesagt, irgendjemand hätte Alaska einen Schreck eingejagt. Aber wer es war, kann ich auch nur vermuten. Also bist du kein Zeuge? Nein, tut mir leid. Wo gehst du hin? Die Pferde habe ich schon versorgt. Ja, ich muss wohin. Was jetzt? Ja, weißt du, Onkel, es geht um eine Ehrensache. Ah, um eine Ehrensache geht es. Das ist natürlich was anderes. Aber dabei auch immer ehrenhaft handeln. Onkel, leihst du mir deine Uhr? Um Himmels Willen, wohin willst du denn noch um diese Zeit? Psst. Ehrensache, Adele, ganz wichtig. Mitten in der Nacht? Marsch zurück ins Bett. Was glaubst du denn, was hier los ist, wenn dein Großvater aufwacht? Ich muss gehen. Schluss damit! Oh, hinauf mit dir ins Bett, aber sofort! Los! Gleich ist es 12. Hab doch gleich gesagt, wir vergeuden unsere Zeit. Und wie groß die getan hat. Sie ist eben nur ein Mädchen. Sie ist anders als die anderen. Ruhig, Asso. Alaska, ruf. Geben wir ihr noch eine Chance. Warten wir noch 5 Minuten. Ach, sinnlos. Die kommt ja doch nicht. Und wer ist das?
Hallo. Hallo. Wir dachten schon, Mama hätte es verboten. Sag mir lieber, was ich machen soll. Wir haben ausgemacht, dass du ohne Hund kommst. Ach so. Geh nach Hause. Also pass auf. Du wirst über den Friedhof gehen, hin und zurück. Du hast dafür 10 Minuten Zeit. Gut. Augenblick noch. Aus der Kapelle holst du die Mütze von Walter. Sie hängt an der Tür. Wenn du sie nicht bringst, wissen wir, dass du gekniffen hast. Ich werde die Mütze bringen. Ich hab das doch nicht gewollt. Ehrenwort. Was redest du denn da? Hast du mich vielleicht erschreckt? Wachsen meine Knie wirklich zusammen, Jana? Was tun sie? Sie haben gesagt, dass du mich verzaubert hast. Und dass mir die Knie zusammenwachsen. So ist das also. Hast wohl irgendwas angestellt. Los, rede schon. Sonst verzaubere ich dich wirklich. Ich habe mit der Steinschleuder auf Alaska geschossen. Sie haben mich überredet. Wer? Julian? Nein, Julian war nicht dabei. Sie haben mir versprochen, dass sie mich bei den Wölfen aufnehmen. Das hier, ist das deine Schleuder? Nein, die gehört Walter. Jetzt hör mal zu. Ich werde dich nicht verzaubern. Aber nur unter einer Bedingung. Komm. Du wirst tun, was ich verlange. Eine Minute noch. Sie hat sich verkrümelt. Hier bin ich. Da ist sie. Jana hat keine Angst, seht ihr? Du hattest doch vorhin ein Tuch um. Allerdings, es hängt jetzt dort, wo die Mütze war. Gehst du noch mal zurück? Nein, nicht Jana. Psst. Ich würde es. Und du hast wohl Angst davor, was? Ich? Ich habe keine Angst. Dann hol es. Es hängt an der Kapellentür. Ihr werdet es sehen. Gleich drehe ich meinen Ring 3-mal. Dann kommt Julian wieder zurück. Aber ohne das Tuch. Das werden wir ja sehen. Euer großer Häuptling schafft das nie. Sicherlich. Oh,
denn das Tuch? Feigling! Siehst du? So eine Blamage und du willst Häuptling sein. Ha, vor dem Friedhof Angst haben. Wieso versucht ihr es dann nicht selbst? Sie war es, Leute. Sie hat das alles gemacht mit ihrem Ring. Hört ihr das? Sieh nur, vor wem du Angst hattest. Und wer hat Franzl gesagt, er soll mit der Schleuder auf Alaska schießen? Und war ich das etwa? Hä? Nun sag endlich, wer es war. Die beiden da haben mich überredet. Das sagt er doch bloß, weil wir ihn nicht bei uns aufnehmen wollten. Und wem gehört die? Mir machst du nichts weiß. Sieh mal, dein Zeichen. Mit euch rechne ich noch ab. Die Adler sollen hochleben. Das Wettreiten hast du gewonnen. Bist ein mutiger Kerl. Meinst du das wirklich? Du hast keine Angst vor dem Friedhof. Solche wie dich brauchen wir bei den Wölfen. Nein, er gehört zu uns. Nein, zu den Wölfen! Nein, zu den Wölfen!